Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer, dieses Mal in Trade Sim World 5. Ich hatte ja schon einen kleinen Stream an dem ersten Tag, als es rausgekommen ist. Da haben wir schon die allerersten Sachen angemacht und jetzt gibt es entsprechend auch ein Video auf YouTube. Wir werden uns heute noch nicht alles ansehen, was in TSW 5 mit dabei ist, aber so einiges. Und an der Stelle sei noch gesagt, mir wurde Trade Sim World 5 zur Verfügung gestellt seitens Daftar Games. Also danke in die Richtung. In der Deluxe-Variante, also mit allem, Entschuldigung, in der Special Edition-Variante, mit allem, was dazugekommt. So, und mit das erste, mit dem ich hier anfangen will, ist die Vectron, die neu mit dazukommen ist. Und zwar ist es die da. Und dann haben wir noch die Variante hier mit der Deutschen Bahn. Und die von Raypool, die kennen wir ja auch schon. Die schauen alle optisch einigermaßen gleich aus. Es ist kein großer Unterschied. Ich meine, es bleibt halt immer noch eine Vectron, die wir halt hier haben. Aber sie unterscheiden sich vom Führerstand. Wenn wir jetzt hier in den allerersten Führerstand hier reingehen. Das ist der Führerstand von der Flixtrain Vectron. Wir können halt leider nicht in den Maschinenraum reingehen. Wenn wir uns die Deutsche Bahn hier mal kurz angucken. Dann haben wir hier zusätzlich die Aufbauten hier, wobei hier nur die linke Seite mit belegt ist. Ansonsten hier auch genau das gleiche mit dem Maschinenraum. Und dann haben wir natürlich den altbekannten Raypool. So, wo wir hier die Ebola mit oben haben. Ansonsten unverändert. Was noch ein Unterschied ist, ist der Dachaufbau. Ich setze mich dazu mal kurz hier bei der DB-Lok rein. Und da sehen wir hier, dass sich die Flixtrain Vectron insofern unterscheidet, dass die kein Mehrsystem hat. Wie die anderen, also die Sparvariante. Zum Fahren aber ziemlich gleich. Es sind, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, bei allen drei genau die gleichen Sounds. Vom Fahren ident. Wir haben halt jetzt hier das offizielle Livery Plus. Wir haben jetzt auch noch die Flixtrain Wagen mit dazu bekommen. Die sind neu. Ich habe uns da mal die Komposition da mal gespawnt, wie man es über den Trainspawner machen kann. Das ist jetzt hier mit 6 Wagen. Und das sind die neuen Wagen. Boah, dieses Grün ist echt grell. Da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist halt Flixtrain. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen mal, wie die Wagen aufgebaut sind. Beziehungsweise schauen wir mal. Wir mit den Sachen hier rumspielen. Das nicht. Oh. Und wir können absperren. Das geht auch. Der geht nicht. Und das war's. Okay, kriege ich die Tür auf. Ziemlich oldschool. Okay, einmal rauf hier. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie detailgetreu der Umbau innen drin ist, nachdem ich noch nie mit Flixtrain mitgefahren bin. Das heißt, wenn ihr schon mal mitgefahren seid, dann gebt Bescheid. Schade, dass hier nichts ist. Aber es sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Geht die Tür auf? Nee. Verriegelt. Okay, gucken wir mal rein hier. Das ist komplett modernisiert worden. Das erste Mal, dass ich das hier drin so sehe. Mit einer Konfiguration, wo man maximal Leute hier reinbringen kann. Nur mit einem Abteil, wo man Tische hier hat. Kostet bestimmt extra bei Flixtrain, oder? Wenn man hier sitzen will. Ja, das Dach ist ja komplett neu. Okay. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Holzoptik. Sehr schön. Können wir hier irgendwas machen, wenn wir hier sitzen? Nö. Und keine Steckdosen. Hast du bei Flixtrain keine Steckdosen bei der Sitze? Kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Wenn jetzt jemand weiß, ob sie Steckdosen hat im Original, gerne in die Kommentare reinschreiben. So, das dürfte die Toilette hier hinten sein. Bedienpult geht auch. Können wir hier Sachen machen? Wir können die Zuglichter ein- und ausschalten. Okay. Das funktioniert. Und das scheint soweit gewesen zu sein. Sicherung kann ich auch nicht anpassen.
Sogar Temperaturen zeige. Jetzt wäre es aber gerade ein bisschen kalt hier. Gut, Klima kann ich nicht einstellen. Machen wir hier wieder zu. Und da komme ich nicht rein. Gut. Oh, also diesen Türsand habe ich schon mal gehört. Funktionierst du eigentlich? Nee, leider auch nicht. Okay. Einmal hier rein. Genau gleich wie beim anderen Wagen. Nur einmal andersrum. Genau, hier wieder das Panel. Beziehungsweise, ich gehe mal ganz kurz raus. Sind das alles die gleichen Wagen? Das sieht sehr danach aus, dass das alles die gleichen sind. Gehen wir ganz kurz hier rein. Wobei, da ist ein Steckdosensymbol. Das aber auch bei den anderen. Was ist hier drin? Zugbegleiter? Das sieht so nach dem Raum aus wie ein Zugbegleiter. Aber ich sehe diese Steckdosen nicht. Wo sind die? Meistens sind die ja irgendwo zwischen dem Sitz. Schauen. Oh. Das ist definitiv ein anderer Wagen. Vielleicht hier nochmal rein. Ach, da. Okay. Steckdose mit USB gefunden. Hier. Da auch. Was jetzt auch bei den anderen? Ja, man sieht es halt leider echt schlecht. Nee. Kann ich gerade nicht sagen, ob sie anderen auch haben, aber gehen wir davon aus. So, was haben wir hier? Toilette. Behindertentoilette sogar? Hier hinten. Das sieht wieder nach Standardkonfiguration aus. Und dann müssen wir auch langsam hier mal beim Zugschluss sein. Okay, ist genau das gleiche wieder. Und das ist Ende. Kann ich aufmachen? Nö. Und die Verriegelung, glaube ich, wäre ja das hier oben, oder nicht? Kriege ich es vielleicht von außen auf? Moment, was steht hier? Die europäischen Fahrgastrechte nach EU-Verordnung EGN sind beim Zugbegleiter oder unter Flixtrain.de zu finden. Okay. Ich kann das nicht zum Anheben der Übergangsbrücke-Sicherung drehen. Geht nicht. Ich glaube, da muss halt irgendwas angekuppelt sein. Beziehungsweise, geht die nach oben, wenn ich da abkuppel? Und hier ist sie drin. Kann ich abkuppeln? Ah. Das lässt er mich nicht machen, eventuell von der anderen Seite. Nee, das könnte vielleicht daran liegen, dass die Lok dran... Ja, wobei, das macht jetzt keinen Sinn. Nur weil die Lok jetzt dran ist. Das ist irgendwie schade, aber das wäre jetzt noch interessant gewesen. Können wir ein anderes Mal testen? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen für das allererste TSW-5-Video mal auf die neue deutsche Strecke und werden den Zugbegleiter-Modus ausprobieren, schauen, wie gut der funktioniert. Und währenddessen werden wir dann die neuen Features so durchgehen, die es mit TSW-5 so geht. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und da wären wir auf der Kegnitztalbahn, momentan im Frankfurter Hauptbahnhof im freien Spiel. Und wundert euch nicht über solche Liveries, ich habe da ein paar installiert, wobei das sieht jetzt im Speziellen sehr schräg aus. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das installiert habe. Aber okay, ist da. So, also, mit dem Zugchef-Modus, Zugbegleiter-Modus, wie auch immer ihr den nennen möchtet, geht das leider nicht bei jedem Zug. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel in den Kollegen hier reintuckern. Und mit dem erstmal Fahrkarten kontrollieren. Das geht momentan bei 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedlichen Fahrzeugtypen.
und auch nicht bei jedem Fahrplan. Es gibt auf der Transim World 5 FAQ-Seite eine kleine Übersicht und da seht ihr, mit was ihr da alles fahren könnt. Es sind auch Stand jetzt auch nur 3 Strecken, wo es generell geht. Das ist San Bernardino Line, die WCM-Linie London-Houston nach Milton Keynes und eben die Frankfurt-Fulda-Strecke. Jetzt schaue ich mal, ob wir hier irgendwas dabei haben, wo wir das jetzt machen könnten. Vielleicht da hinter dem ICE. Also mit dem ICE zum Beispiel geht es auch nicht. Eventuell mit dir. Wobei die 112 ist nicht mitgelistet. Schönes Livery. Ganz kurz ausprobieren. Machen wir kurz die Tür hier auf. Dankeschön. So. Ah, okay, das geht. RE55, übernehmen Sie die Aufgaben des Supergraders, sammeln Sie Fahrgarten, beladen und entladen Sie den Zug, sorgen Sie für eine sichere Fahrt. Okay, von Frankfurt nach Hanau Hauptbahnhof. Okay, haben wir übernommen. Um 12.32 Uhr fährt er ab. Das dauert aber ein bisschen lange. Ich glaube, ich tue das mal wieder. Weiß eh auf normal. Ihr könnt es natürlich auch aus dem Menü rausmachen. Wenn ihr dann in den Fahrplanmodus reingeht und euch die Züge anzeigen lasst, alle Fahrpläne, die so ein Fahrkartensymbol nebenbei haben, könnt ihr den ganzen Spaß machen. Da fragt ihr euch dann beim Start dann auch, wollt ihr selber fahren oder wollt ihr da der Zugbegleiter sein? Und ich glaube, ich werde das auch über das Menü machen, weil ansonsten warten wir hier etwas länger. Ist aber ein schöner Bahnhof geworden. So. Ach, und wir haben natürlich noch Neues hier auf der Karte. Wir können uns jetzt hier die Gleisnummer schön anzeigen lassen. Wir können hier auf die Züge raufgehen und sehen, was der macht und wann er wegfährt. Und wir sehen auch, in welcher Stellung die Signale hier drin sind. Mal schauen, hier zum Beispiel steht einer. Nächster Dienst RE50, Leerzug Betriebswerk nach Verschub Frankfurt und von da dann wieder weiter. Das ist ein ganz nettes Feature. Wobei die Improvements, was wir hier haben, auch inklusive Schnellreise, wir könnten jetzt ja einfach hier hingehen. Dort ist dann hier dieses Symbol Frankfurt Süd, Schnellreise. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob man dafür... ob man dafür eine neue Version braucht. Das war jetzt eine sehr interessante Schnellreise. Ah, oh, jetzt haben wir den Kollegen hier gerade verpasst. Tschüss. Wir könnten natürlich... Wisst ihr was, vielleicht können wir hier eine S-Bahn erwischen, die hier irgendwo auf der Strecke gerade umfahren ist. Was weiß ich... Wo hätten wir denn am Bahnhof? Da fährt gerade einer. Lass uns mal hier hingehen. Mal schauen, ob das gleich wieder so witzig aussieht. Ja, ist mal normaler. Auch wenn er hier diese Laderuckler hat. Wenn man das Ganze hier macht. OBS ist auch schon sehr glücklich. Okay, und wir stehen so ein bisschen... aussieht schon auf dem richtigen Gleis. Ui, ui, ui. So, hast du dich wieder? Okay. Siddeli! Was kommt denn da für ein... Was ist das? Oh, okay. Das sind auch die Specials von der Route hier. Ist auch? Nö, das ist einfach normal dreckig. Und der mehr Gras, was hier durchkommt, das da? Nö. Ach, das ist ein ICE, der da durchrauscht. Der nächste für Frankfurt um 12.42. Das wird dezent lange. Okay, gehen wir nochmal auf die Karte. Größerer Bahnhof hier vielleicht. Da ist gerade nichts.
Da auch nicht. Da auch nicht. Genau, jetzt habe ich Pech. Was bist denn du für einer? RB51, Frankfurt nach Wächtersbach. Und fährt jetzt los. Zielgeschwindigkeit 160. Was haben wir hier? Nix. Hier ist ein bisschen was los. Das sieht nach Güterzug aus da unten. Da fährt auch gerade einer los. Der ICE 76. Da sind wir schon unterwegs. Ich glaube, ich habe gerade kein Glück. Was bist du für einer? Warum wird es bei dir nicht angezeigt? Oder der bewegt sich einfach nicht. Kann natürlich auch sein. So, hier, nee. Gut, dann schauen wir mal bei Fuller. Was steht denn da? DGS, Bremerhaven, Insumer Deich nach Nürnberg Hafen. Nichts für uns für die S-Bahn. Da fährt gerade eine raus. Da ist eine am Reinfahren. Und da nichts. Okay, ich glaube, wir machen das mal über das Menü. Dann habt ihr das mal gesehen. Also, wir gehen ins Hauptmenü rein. Warten einen kleinen Moment. So, und dann haben wir jetzt hier zu den Zügen. Strecke auswählen, Frankfurt Fuller, Fahrplan. Und müssen uns jetzt natürlich da einen Service aussuchen, mit dem es geht. Das wäre zum Beispiel ein Service mit der 114. Würde man sagen, das machen wir mal. 146 wird auch gehen. Oder halt hier mit den Steuerwagen, mit denen sie unterwegs sind. Ich würde sagen, wir machen mal 114 auswählen. Und immer wenn dieses Symbol mit dabei ist, dann können wir hier Spaß haben. Okay, irgendwas um die Mittagszeit rum. Würzburg Hauptbahnhof nach Frankfurt. Ein RE55. Und halt man RE50 für die ganze Strecke. Machen wir mal den Kollegen. So, und jetzt eben Lokführer, Zugbegleiter. Wir machen Zugbegleitermodus. Ich hoffe sehr, sie machen das noch für alle Services, wo es Sinn macht. Klar, es gibt dann Sachen, macht es weniger Sinn. Aber für die allermeisten hätte ich das schon gerne, wenn ich da mal ganz spontan bei den Fuß unterwegs bin und mir sage, okay, ich gehe jetzt in den ICE da rein und möchte die Fahrkarten kontrollieren. Da wird auch im Forum schon ein bisschen diskutiert, wie sinnig das Ganze ist. Mit, ja, man braucht das ja auch gar nicht so oft und eben nicht alle Züge haben das, aber trotzdem. Wenn dann gleich komplett umsetzen. So, wir wären da. Und das ist schon das erste Manko, was ich jetzt da habe. Wir haben so überhaupt null Instruktionen, wo wir hingehen sollen. Und vor allem am Frankfurter Hauptbahnhof wird es dann spaßig, rauszufinden, welcher Zug deiner ist. So, aber ich würde mal sagen, der Kollege ist unser da, weil der fährt nach Frankfurt. Sonst steht hier ja keiner. Mal kurz gucken. 1320. 1302. Wir gehen mal bei dir rein. Mal die Tür sperren. Und dann nur noch eine Minute warten. Dann läuft es dann so hier ab, dass wir hier einmal pfeifen müssen. Die Türen gehen zu. Und dann müssen wir hier die Sperre wegnehmen und dann geht auch unsere Tür zu. Aber, ich wollte gerade schon sagen, personentechnisch ist gerade nicht sehr viel los. Kommt ja einer. Nicht mitfahren? Oh, schade.
Da stehen noch die alten Signale. Ah ja. Bitte alle einsteigen. Moin. Okay. Dann Tür freigeben. Perfekt. So, und jetzt heißt es, warten Sie, bis der Zug die nächste Haltestelle erreicht. Und jetzt passiert genau das Gleiche, was ich in meinem Test schon hatte. Wir können die Fahrkarten nicht kontrollieren. Das heißt jetzt literally nur warten bis zum nächsten Stopp. Was natürlich ein bisschen schade ist. Okay, darf mich da nicht hinsetzen, solange er da fährt. Kann mich aber hier hinsetzen. Da ist jetzt aber die Aussicht nicht gerade die beste. Schade. Der zweite Service, wo man einfach nur die Tür auf und zu macht. Okay. Ja, also jetzt würde ich gerne mal durchgucken, um zu schauen, wer heute alles die Bank hat. Oder das 49-Euro-Ticket. Ah, da hätten wir sogar einen eigenen Raum für uns, den wir nicht betreten können. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich könnte mir noch vorstellen, dass da vielleicht ein Modder das so macht, dass man hier die Tür aufmachen kann. Und dann sitzt man hier drin. So, das Panel funktioniert hier auch. Kann ich da bitte... Ah. Da kann ich ein bisschen mehr machen. Ja gut, gehen wir mal nach vorne. Ich dachte doch noch eine Person auf. Mal kontrollieren können. Wir haben da normalerweise dann dieses Symbol über den Kopf. Und ich merke beim Übergang hier. Interessant, ich komme nicht durch. Ich komme nicht weiter als wie das. Ah, jetzt. Wieder Anlauf. So. Ja, mal ganz nach vorne. Okay. I'm stuck, ich komme hier nicht runter. Okay, in die Knie rein, dann funktioniert's. Es wirkt halt noch nicht so ganz ausgereift. So, haben wir da vorne jetzt die Lok. Yes, da ist die Lok. End of the line und wir können nicht kontrollieren. Schade, schade, schade. Aber hier kann ich wieder sperren, auf beiden Seiten. Wie sieht's denn aus mit der Außenansicht? Das. Die Ruckler sind einfach nicht schön. Moiniti! Meine Hoffnung ist jetzt, dass wir beim nächsten halt Leute haben, die ein bisschen mehr einsteigen und dann sagt er, bitte Fahrkarten kontrollieren. Dass es jetzt nur bei der ersten Fahrt nicht so ist. Stichwort next. Ah, cool. Er geht dann mit uns mit.
Wo ist dieser Halt? Hier. Nee. Da? Offenbach, ja. Bahnsteig 3. Da kommt uns ein ICE entgegen. Kann ich eigentlich... Oha. Ah, soll ich das jetzt mal ausprobieren? Ich probiere das jetzt mal ganz kurz aus. Wir fangen dann gerade nochmal neu an. Oh. Ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet. Okay, ciao. Wobei, das ist jetzt... Warte mal. Geht das? Ich sollte eigentlich hergehen können. Ah, geht das nicht? Schade. Oder ich muss da aus dem Wagen hier raus. Weil ich meinte, ich kann die Züge löschen. So, ich probiere es jetzt nochmal. Nee, geht nicht. Geht das nur mit Sachen, die stehen? Nee, bei dem lässt es mich auch nicht machen. Da vielleicht. Hm. Nee. Moin. Komisch. Also irgendwie hat es in Frankfurt hinbekommen, dass ich da Sachen hab löschen können. Weiß nicht, warum es jetzt so nicht geht. Ich meine, ich kann immer noch den Move hier machen. Oder auch nicht. Was ich löschen konnte, ja, vermutlich, weil ich jetzt dem Dienst zugewiesen bin, kann ich das nicht machen. Okay, also das ist jetzt offensichtlich broken. Ich probiere das jetzt nochmal hier mit dem Zugbegleiter-Modus. Und dann schauen wir mal, ob wir da Fahrkarten kontrollieren können. Also, bis gleich. Und da bin ich jetzt wieder. Ich habe den Service jetzt hier tatsächlich zweimal starten müssen. Und beim zweiten Mal kam jetzt auch wirklich, ich soll hier Fahrkarten kontrollieren von zwei Leuten. Ich kann es halt leider nicht bei jedem machen, aber immerhin zwei. Das ist der RB51 nach Frankfurt. Wo sind diese zwei Kollegen? Da haben wir die erste Klasse. Wir gehen einmal runter, bitte. Ah, da haben wir schon mal Nummer 1. Und wenn ihr den Bug habt, dass da steht, bitte die Türen öffnen und es passiert sonst nichts mehr, nochmal neu laden. Okay, Fahrkarten bitte. Gültig für eine Fahrt von Wächtersbach nach Langesbold am 24. Das Datum schon mal falsch. So. Ungültige Fahrkarte. Leider passiert jetzt nichts mehr. Ab und zu sind noch Gepäckstücke hier im Weg. Zumindest habe ich es bei der englischen Variante so gesehen. Und dann mal den zweiten Kollegen. So, Fahrkarten bitte. Wächtersbach nach Heiz Höchst am 13. Das passt. Haben wir Heiz... Haben wir das? Ach ja, haben wir. Von Wächtersbach. So. Fertig. Wir müssen jetzt nur noch auf den nächsten Halt warten. Diese kleinen Lade-Issues sind ein bisschen... Genau das meine ich. Es drückt so ein bisschen auf den Spielspaß. Ah, jetzt habe ich da Ton gehabt vom Übergang. Auch nur in einem ganz bestimmten Spot. Naja, Details. Södele. Ich komme hier bitte nicht runter. So. Kann ich mich eigentlich hier hinsetzen? Nee. Schade. Weil ich glaube...
Steuerwagen ist ganz hinten. Vorne haben wir die Lok momentan. Eigentlich wäre es mal ganz witzig auszuprobieren, ob wir schnell genug sein könnten, die Tür zu schließen und schnell bei der Lok einzusteigen. Ja, diesmal tun wir hier nicht abkuppeln. Aber ich glaube, wir werden langsamer. Setzen wir uns mal hin. Mal sehen. Ja, haben Sie alle Fahrkarten mit? Jo, wir halten. So wie es aussieht, eventuell zwei Personen, die einsteigen. Ja, wieder aussteigen. Moin. So, oh, Entschuldigung. Einmal versperren. Die bewegen sich nach wie vor ein bisschen komisch. Jetzt bleiben die da einfach bei der Treppe stehen. So. Abfahrt. So, es sind wieder nur zwei. Und jetzt sind auch nicht sehr viel eingestiegen. Da ist es schon mal keiner. Schönen guten Tag. Da mal nicht. Haben wir oben. Nope. Unten. Ja, geil. Sind gerade nebeneinander. Siddeley. 13er, das passt. Von Wirtheim nach Offenbach. Offenbach haben wir drin. Das passt. So. Wirtheim nach Gelnhausen haben wir auch für den 13. Perfekt. Könnte man natürlich den ganzen Zug auf und ab gehen und schauen wegen Gepäck, der hier im Gang drin ist. Das spare ich mir jetzt aber mal. Und das nächste, was ich mal testen will, ist, was macht das Spiel, wenn ich die Fahrkarten nicht kontrolliere bis zum nächsten Halt? So. Sagen, diesmal setze ich mich oben hin. Mal sehen. So, wir kommen langsam an. Ich kann wieder aussteigen. Also ich muss wirklich sagen, mit der Performance bin ich jetzt irgendwie nicht so zufrieden. Es wirkt, als wäre es ein bisschen schlechter als wie TSW4. Da haben wir eine schwebende Straße. Sidri! Mal schauen, ob das bestraft wird, wenn ich jetzt hier nicht kontrolliere. Und ob ich schnell genug bin. Ich will in die Lok rein. Es bleibt schon wieder stehen. So, Tür auf. Ah, ich gehe ja schon aus dem Weg. So. Ne, Moment. Einmal sperren. Und damit ich schon mal schneller bin, mache ich da mal die Tür auf. Ach ja, der Unfuglöwe immer am Unfug machen. So. Es hat funktioniert. Wie geil.
Ach nö, jetzt sagt er gar nicht, dass ich irgendwas kontrollieren soll. Schade. Darf ich mich hinsetzen? Nein, darf ich nicht. Aber hier darf ich. Oh Mann, schon ein bisschen doof. Ah, schade, wir brauchen einen Halt mit Bagat zum Kontrollieren. Optional wäre vielleicht eine Option nicht schlecht, dass man irgendwie einstellen kann, wie viele Fahrkarten man so kontrollieren möchte. Ob man irgendwie die Freie hat für alle oder so wie jetzt halt, nur ein paar einzelne. Wobei ich wäre für Ersteres, dass ich wirklich alle kontrollieren kann, die so drin sind. Und das irgendwie nach eigenem Belieben. Dass es halt nicht vorgegeben ist. Ich drück jetzt hier mal nach nix. Ich will hier auch mal ankommen. Aber wir können uns ja so mal ein bisschen die Landschaft angucken. War ganz angenehm, wenn ich mir nicht selber fahren muss. Eigentlich aus mit der wackeligen Animation. Oh no. Ich habe Motion Blur wieder an. Das muss ich abstellen. Das sieht halt nach wie vor nicht gut aus. Obwohl sie eigentlich ja mal gemeint hätten, sie hätten das gelöst. Jedenfalls, das Drehgestell scheint nicht sehr viel zu machen. Gut, das ist jetzt hier gerade, aber... recht überschaubar. So, machen wir es bereit. Die Lean-Funktion wäre jetzt nicht schlecht. Warte mal, würde mich jetzt überhaupt bei der Fahrt aussteigen lassen? Tatsache. Jetzt ist halt da vorne die Tür offen. So, mein Kollege. Ich meine, theoretisch müssten wir es auch bei ihm kontrollieren können. Beziehungsweise, ich werde das jetzt gleich mal probieren. Was passiert, wenn ich da bei ihm den Schlüssel reinmache? Soll ja alles getestet sein. So, hör auf. Reagierst du da drauf? Nö. Ich kann zwar sperren, aber er reagiert von der Mission her nicht drauf. Habe ich eigentlich hier gesperrt? Jetzt ist gesperrt. So. Einmal zumachen. Jetzt haben wir wieder keine Fahrkarten. Ah, ist doch doof. Geht nach Frankfurt, sind noch ein paar Stationen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Sind wir für uns. Wir können so gucken. Plantechnisch würde ich es jetzt mal so machen, dass ich jetzt erstmal weiterfahre. Und wenn es dann kommt mit den Fahrkarten, dann hole ich euch nochmal rein und dann werde ich mal nicht kontrollieren, rein um zu schauen, ob es dafür dann irgendwie im NLT gibt oder ob das übertragen wird auf die Station danach. Wir werden sehen. Also, bis gleich. Leute, wir sind literally eine Station weitergefahren und der Kollege ist so hier angehalten. Ja. Wieso? Wieso? Warum bist du nicht weitergefahren?
Ich gehe mal ganz kurz nach vorne. Mach jetzt ja nicht die Türen zu, während ich draußen bin. Der hätte hier... Okay. Er hätte locker flockig noch weiterfahren können. Ich wollte jetzt gerade mal nachschauen, ob hier eine Haltetafel oder sowas ist. Aber okay. Ja. So. Abfahrt. Hier passieren komische Dinge. Ja, und jetzt haben wir sogar ein Gepäckstück hier drin. Was dann einfach mal wieder verschwindet. Ja gut, also ich werde jetzt mal nicht kontrollieren. Und dann mal schauen, was beim nächsten Halt jetzt entsprechend passiert. Diese Türen, könnt ihr mal offen bleiben? Gut, also, kleiner Sprung in die Zukunft. Seht ihr, da hätten wir den nächsten Halt. Und ich habe nicht kontrolliert. Aber diesmal sitzt mit... Alter, diese Stiefel. Die Leute haben einen komischen Geschmack. Okay, auf der Seite geht's raus. Oh, Performance, bitte mach mit. Ich will doch nur nicht Fahrkarten kontrollieren. So. Dann, Hüte auf. Türsperre. Das war jetzt gerade perfektes Timing. Nice. Ob die zwei drin bleiben jetzt? Bin gespannt. Söderle. Oh, interessant. Die beiden sind jetzt geblieben. Das ist mal nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal. 13. nach Niedermittelau haben wir hier nicht. Ist nicht. Einmal Buße zahlen. Wie schaut es bei dir aus? Frankfurt Main Süd am 13. Das passt. Besten Dank. Schau mal oben aus. Ein Dude. Ab in den nächsten Wagen. So. Einmal oben. Oben ist nichts. Unten auch nicht. Und nach. Oben. Nope. Unten. Auch nicht. Sagen wir mal, sind die alle ganz hinten? Ich glaube, da hinten. Tatsächlich. Ah, da haben wir wieder was hier drin. Ist ein bisschen gemein, dass das da so der Seite drin verschwindet. 13. nach Hanna Wolfgang. Ja, haben wir. Passt. 14. Nope. Einmal neues Ticket. Ich hoffe, ich habe jetzt hinten oben nicht welche vergessen. Weil man das Symbol da ein bisschen schlecht sieht. Da unten haben wir auch noch welche. Moin. Rodenbach. Das passt. Hanau Hauptbahnhof, hier in 13. Das passt ebenfalls. Und Rüdenburg, 13. Ebenfalls okay. Gibt es doch bestimmt ein Achievement. Wenn da, keine Ahnung, irgendwie 100 Fahrkarten oder so kontrolliert hat. Ah, ich glaube, ich mache es wieder zuerst oben. Hanau Hauptbahnhof, 13. Das passt. Hanau Wolfgang, 13. Das passt auch. Alter, da war noch einer.
Anna Wolfgang 13 da, ist ebenfalls in Ordnung. Habe ich jetzt echt einen übersehen? Ach ne, da. Siddeley. Marco, mein Hartmann noch am 26. September. Junge. Das geht mal gar nicht. Damit wäre alles kontrolliert. Und wir kriegen schlechtes Wetter hier. Siddeley. Gehen wir mal zur letzten Tür. Und wir haben wieder einen Bahnsteig. Ist die Frage, ob das mit dem Einanhalten was Temporäres war oder ob ich der Haltepunkt irgendwie falsch gesetzt worden ist für die KI. Interessant. Die Tür bleibt stehen, wenn ich da den Schlüssel zu früh umdrehe. Spannend. Einsehen. Okay, ich würde mal sagen, für das allererste TSW-Video belassen wir es erstmal bei der Fahrt. Im nächsten Video, denke ich mal, werden wir die Strecke hier mal komplett abfahren und auch die anderen neuen Strecken. Und mal schauen, was wir da noch so erleben werden. Aber für das Video ist es ein bisschen too much. Eure Meinung gern in die Kommentare unten rein. Würde mich interessieren. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Bis bald. Kommt's gut an. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.